Im Bodensee soll nicht nach Erdgas gebohrt werden, zumindest wenn es nach den Plänen des Bundesumweltministers Peter Altmaier geht. Der will das sogenannte Fracking im Bereich von Trinkwasserspeichern verhindern. Der Bodensee versorgt ca. 4,5 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Beim sogenannten Fracking wird ein Gemisch aus Sandwasser und Chemikalien ins Gestein gepresst. So soll Erdgas freigesetzt werden. Sollte das Gemisch ins Wasser des Sees gelangen, wäre eine Entnahme von Trinkwasser nicht mehr möglich. Bereits im Jahr 2009 wurden an das britische Unternehmen Three Lakes Resources PLC Company zwei Lizenzen zur Erkundung von unkonventionellem Erdgas in Baden-Württemberg vergeben. Beide Erkundungsgebiete befinden sich direkt in der Bodenseeregion und beanspruchen eine Fläche von ca. 2.500 Quadratkilometer. Der grüne Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann fordert nun, die Öffentlichkeit sowie die betroffenen Kommunen umgehend über das geplante Erkundungsverfahren zu informieren. Es kann nicht sein, dass seit beinahe 2 Jahren die Lizenzen zur Erkundung der Bodenschätze in der Bodenseeregion vergeben sind und weder die Gemeinden noch die Öffentlichkeit über die Planungen informiert wurden. Warnen vor den eingesetzten Stoffen. Es sind Substanzen dabei, die greifen das Nervensystem an, sie sind nierentoxisch. Vor allem aus den USA kommen besorgniserregende Berichte. Dort ist Erdgasförderung mit Fracking an der Tagesordnung. Mit dramatischen Folgen. Die Fracking-Methode wurde auch schon 100-fach in Deutschland eingesetzt. Können Sie das ruhigen Gewissens machen, sag ich mal? Natürlich. Weil die Flüssigkeiten sicher sind. Sind Sie wirklich sicher? Die Öffentlichkeit erfährt wenig, auch von den anderen Nebenwirkungen, von kleineren Erdbeben. Nick heißt Fracking. Um an das Gas zu kommen, muss man Grundwasserschichten durchbohren. Dann wird beim Fracking in das Bohrloch ein Mix aus Wasser, Sand und Chemikalien gepumpt, mit vielen 100 Bar Druck. Im Gestein entstehen dadurch Risse. Das Sand-Chemie-Gemisch verhindert, dass sich die Risse wieder schließen. Durch sie strömt das Erdgas zum Bohrloch und kann gefördert werden. Chemikalien im Erdreich. Ein beherrschbares Risiko, sagt ExxonMobil. Jede Bohrung sei besonders gesichert mit Stahlrohren und einem Zementmantel. Ein Vertreter ExxonMobils hat hier auf der Bürgerversammlung die Bevölkerung gefragt, können sie denn nicht mit dem Restrisiko leben? Die Bevölkerung hat Nein gesagt. Denn die größte Sorge ist, dass der Zementmantel bricht, die eingesetzten Chemikalien doch ins Grundwasser gelangen könnten. Was ExxonMobil in Lünne sucht, nennen Fachleute unkonventionelles Erdgas. Unkonventionell heißt, man muss für die Förderung erst mit Fracking das Gestein aufbrechen. In den USA fördert man das unkonventionelle Gas so schon seit Jahren. Und dabei ist einiges schiefgelaufen. Fracking hier bei uns am Bodensee, ja, das geht ja überhaupt nicht. Also da muss auf jeden Fall eine Petition gezeichnet werden. Das könnt ihr machen hier bei abas.org. Genau auf solche unkonventionellen Gasvorkommen hofft das britische Unternehmen Parkin Energy Germany zu stoßen. Seit 2009 hat es die Erlaubnis, solche Vorkommen in der Region Konstanz und Biberach zu erforschen. Parkin Energy hat aber bei der zuständigen Bergbehörde in Freiburg bereits Anträge auf Verlängerung um jeweils 2 Jahre gestellt. Und wenn irgendein Unternehmen unseren schönen Bodensee ausbeuten sollte oder wollte, dann kann es nur ein deutsches Unternehmen sein und kein britisches Unternehmen, was wahrscheinlich irgendwo in der City of London bei irgendwelchen Hedgefondsmanagern unter den Klauen steht. Das kann es nicht sein. Bei uns hier am Bodensee kein Fracking.